Shulam Aleichem. Wenn ich bin gefahren Kapellen mit meinem Bespuche, ob ich auch gemacht Forschungen in die Archiven, gedeiht sie gefunden, wus meie Semanen, Geburtsakten, Hassene Akten, Residenzakten, für Name Spuche. Das Problem ist, als du es an Arbeit für einen Historiker. Und ich bin nicht kein Historiker. So soll ich du an anderen Problem. In die Archiven entführen die Beamten bloß auf Polnisch. In seinen du verschiedene Geburtsakten, wo seinen geschrieben auf Russisch. Also am darf sei übersetzen und gefinnen an Übersetzer. So soll ich tun an anderen Problem. Also ich weiß, das ist sehr schwer. Warum sollen wir sich an so vielen Menschen? Warum sollen wir zurückgehen in die Geschichte von der Sprache? In Gefinnen Apusimanem von seinem Leben fahr in Horben. Jeden seinen dach du in Polen schon 1000 Jahre, viele ob alle jeden seinen nicht gekommen in dieselbe Zeit. Darf sagen, als die Forschungen haben mir eine Sache geheilt, von was ist geschehen in Chorben. Wir können gefunden Apusimanim von das Leben fahren Chorben in unsere eigene Mespuches. Le 22 novembre 1947, 10h35 minutes devant nous, ont comparu publiquement en la maison commune Simon Cohn, piqueur de tige, né à Lodz, Pologne, le 18 septembre 1913, 34 ans, domicilié à Paris, 49 rue des Maronites, fils de Meyer Cohn et de Yenta Ryan, époux décédé, le futur, ainsi qu'il résulte d'un acte de notoriété d'une part, et Masha Pankowska, finisseuse, née à Częstochowa, Pologne, le 19 novembre 1919, 27 ans, ainsi qu'il résulte d'un acte de notoriété, domicilié à Paris, 20 rue Henri Chevreau, fille de Wolf Pankowska et de Laia Weiss, époux décédé d'autre part. Les futurs époux déclarent qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. Simon Cohn et Masha Pankowska ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage, en présence de Israël Argievitch, tailleur, 40 rue des Amandiers, et de Barer Cohn, tailleur, 26 rue du Pressoir, témoins majeurs qui, lecture faite, ont signé avec les époux nous et nous, Alexandre Tard, adjoint au maire du 20e arrondissement de Paris, décoré de la médaille de la résistance et de la croix de guerre. Dus is de ketube fin meine Eltern, Simche Shulam Cohn und Masche Pankowske. Mir kennen es überleinen in Hebräisch. Ich habe es übergeleint mit meinem Ruf in der Schule Rue Buffo, Didier Weil,
Das hat mir ein bisschen geholfen, das zu leinen. Es ist ein bisschen schwer zu leinen. Seht das, als die Hassene hat passiert im 10. Kislev, für Neue 5708, Hey, Tesha, Shin, Chet, das heißt, dem 23. November 1947. Das ist gewesen, ein Tag später, noch der Hassene in Rathaus für 20. Quartal. In ich habe gehört, dass sie gewesen dort als Sachmenschen. Die Eides sind gewesen, ein Kohn und ein Argewitsch. Kohn, ich weiß nicht, das ist ein in seinem Spruch. Argewitsch hat mir gesagt, dass er der Sinn von der Eides hat mir gesagt, dass er kennt nicht meine Eltern. Wer ist Eides in der Sachhassene? Von was sind die Eides Eides? Von was wollen die Kinder sein Eides in der Zukunft? Die Eides von die Eides. Das ist der Thema, was wir können betrachten. Wir können sehen, das Foto von der Hassene von meinen Eltern mit der Sach blieben. Das ist ein sehr konventionelles Foto. Ich meine, das sind gewähne Sach Menschen in die Hassene. Das ist das Foto von meiner Bubeseide auf Mames Saat. Wir können sehen, Hinde, Laie, Weiß, was ist geboren am 20. Februar 1877 in Rosbrza. Wir können sehen, euch Wolf Pankowski, was ist geboren am 14. November 1879 in Schensterhof. Das Bild von meiner Bubeseide auf dem Tattensaat hat mir gekannt sehen in der Stieb. Meyer Kohn, geboren in Schgerz, nur in Finn Lodge, in 1886, mit seiner zweiten Frau, Jente Ryan, was ist geboren in 1881. Die erste Frau von Meyer hat geheißen Esther Laie Brendel. Das sind die Geburtstagakten, die ich gefunden in Schensterhof von meiner Spuche auf Mames Saat. Ihr Tate, man sei der Wolf Pankowski. Wir können sehen euch die Mame, Hindeleie Pankowski, was geheißen Weiß. Leib, Hirsch, was hat du gewohnt in Paris? Chane, Sure, Feigele und Blime Pankowski. Es fehlt dort euch Jankel Pankowski, was sie deportiert geworden in Drancy zu Auschwitz. Er hat gelebt in Paris.